Ich scheiß einfach drauf. Was ist das? Kackerschall. Ich glaube, am Ende ist das viel zu tief. Ich glaube, man sieht das Licht am Ende gleich mal so. Hoffe ich auf jeden Fall, dass man. Du gehst ja immer weiter runter. Echt? Ja. Nein. Oh, ist so hell. Yeah, here we come. Guten Morgen, meine Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und ja, Leute, willkommen zu einem weiteren Daily Vlog. Und zwar, Leute, wir haben heute zwar nicht mehr morgen, wir haben jetzt, glaube ich, also nicht morgens, wir haben jetzt schon 15 Uhr, glaube ich, oder so. Und zwar kommt gleich ein Freund Sven rüber, den kennt ihr nicht. Aber wir wollten auf jeden Fall gleich in den Mediamarkt gehen. Und zwar habe ich schon gesagt, dass ich mal überlegt hatte, hier unten unter meinem Bett LEDs einzubauen. Und das möchte ich heute mal versuchen. Also ich hoffe, ich pack das. Ohne dass alles kaputt geht. Ich glaube, das ist einfach. Sonst muss ich irgendwie ein Video oder so oder alles mögliche dazu anschauen. Es wird schon irgendwie klappen. Oh mein Gott, ihr wisst ja, ich habe ja gestern oder vorgestern habe ich ja mein Zimmer aufgeräumt und umgeräumt. Jetzt ist es wieder so schön sauber, Alter. Schaut euch mal diese Perfektion an, Alter. Aber ich bin auf jeden Fall echt gespannt, ob das gleich klappt oder nicht. Ich warte jetzt auf jeden Fall, bis der Sven rüberkommt. Und ich wollte mich auch mal bedanken bei euch, bei euren krassen Support. Gerade weil irgendwie anscheinend die Daily Vlogs kommen ja sehr gut bei euch an. Wie gesagt, für die Leute, die unter jedem Daily Vlog, wenn der jetzt rauskommt, also momentan jetzt rauskommt, einen Kommentar lässt, egal was, überlege ich mir noch was ich dann verschenke. Irgendwie, weiß ich nicht. So eine 50 Euro Paytip Card oder so. Ich hab keine Ahnung, wie lange ich überhaupt Vlogs mache, ja. Also könnt ihr an dieser Stelle gerne einen Kommentar da lassen, ein Like da lassen, ein Abo da lassen, die Glocke aktivieren, Glocke abonnieren. Machen, was ihr wollt, ey. Keine Ahnung, Alter. Jungs, Mädels, wir sind gerade auf dem Weg zum Mediamarkt. Es regnet gerade. Ich fühle mich gerade gar nicht gut, Alter. Die Kamera wird so nass, ne? Gibt's LEDs? Frage ist nur, welches brauche ich. Ich brauche hier das. Oh mein Gott, Digga. Du kommst zum ersten Gameplay. Keiner versteht das hier, Alter. Was soll ich hier machen? Ich bin hier in der MTV Crib, ja. Ich hab mir hier was gerippt, ja. Und es drippt, ja. Okay, wir sind jetzt hier raus aus dem Mediamarkt. Da sind die LED Stripe 3 Meter 3000. Grün, Rot, Blau, Lila. Okay, Jungs, Mädels, wir sind jetzt hier wieder zurück zu Hause. Wir haben uns jetzt hier dieses wunderschöne Teil. Was warst du da, Junge? Hey, guck mal hier, also wir haben jetzt dieses LED Stripe. Ich pack die mal aus. Professionell vorbereitet. Das Kabel. Junge, ich hab mir fast was selbst geschaut. Okay, wir haben jetzt die LED-Stripes. Bedienungsanleitung braucht keiner. Ah, das sind die LED-Streifen dann. So sieht das dann aus, so wie so ein Würfel oder so. Okay, wie klappt das denn jetzt? Sollen wir jetzt einfach ohne Anleitung machen oder mit? Lieber mit. Lieber mit. Das ist dann Stromteil. So, genau, das steckst du dann da zusammen irgendwie. Ja, irgendwie. Irgendwie. Was soll diese Seite hier machen? PC? Keine Ahnung. PC. Aber wenn er nicht ist, dann sieht man das ganze Kabel darunter hängen. Was für Kabel? Ah, ja, stimmt. Tut man doch so. Hört sich auch an der Wand entlang. Kann man das dann nur hier unter den Schreibtisch machen, nicht unter das Bett? Also, das ist ja dann. Kannst du abschneiden? Ja, also klappt es dann auch. Aber. Keine Ahnung. Deswegen, ich glaube, das klappt nicht für beides, weil das ist nur diese eine Öffnung und die hat nur so diesen einen Anschluss hier. Ja. Also, klappt es dann nur für eine Sache. Wo soll denn das Ende sein? Und was soll denn überhaupt alles in Schreiben haben? Also eigentlich will ich das Bett einmal so anheben, aber ich glaube, das geht nicht, ne? Also ich glaube, das nicht so schlau. So, und dann mache ich das irgendwie da drunter jetzt. So, ich versuche das einfach mal irgendwie zu kleben. Soll ich aber hier so entlang machen, oben entlang und dann da unten entlang? Dann hat man es an der Wand, ob sich das besser. Sonst wäre es auf dem Boden. Boden. Ich bin so ein YouTuber, Alter. Alexa, nicht zwei an. Ich bin Maschine. Okay. Ha! Ja, du bist das richtig weitest, Alter. Der Höhe? Ja. Das können wir so richtig helles Bein legen, Alter. Oh. Scheiße, jetzt habe ich die falsche Uhr aufgeklebt, ne? Das ist easy, Teil. Aber das sieht eh niemand. Das sieht eh niemand. Ja, Loch in der Sacke. Wo kam das jetzt her, Junge? Anstrengend hier. Nein! Nein! Das ist wieder runtergefallen. Der ganze Fortschritt. Aber welche Höhe muss das denn sein? Hier ist so die Höhe, ne? Ja, kann man so machen. So, aber es muss halt gerade sein, ne? Weißt du, ich scheiße einfach drauf. Was ist das? Kackerschall. Ich glaube, am Ende ist das viel zu tief. Ich glaube, man sieht das Licht am Ende gleich mal so. Hoffe ich auf jeden Fall, dass man. Du gehst ja immer weiter runter. Echt? Ja. Nein!
Professionell! Guck mal, richtig gutes Tunnel machen hier, so professionell. Wie bleib ich denn auf deiner Höhe? Wie sehe ich das denn? Gar nicht. Ja, du musst sagen, ob ich richtig höre. Ich gehe wieder runter, ich merk's doch schon. Es geht? Jetzt sehe ich wieder hoch, glaube ich. Nee, ist perfekt, nee. Ist perfekt. Ach, du musst von ein bisschen weit weg gehen, das sieht man ja gar nicht, oder? Ich bin hauptberuflich Allergieankleber. Wer kennt die nicht? Wer kennt die nicht, Allergieankleber? Junge, das ist perfekt! Perfekt, Alter! Das ist perfekt! Ich glaube, du bist wieder runtergegangen. Ja, das ist wirklich. Das klebt wie Werbefreundschaft. Okay. Ist gerade? Ja, es geht. Minus, das passt. Damit kann ich weiterleben, so. Also, wenn man das jetzt hier hinter macht, sieht man das gar nicht mehr. Muss hochgehen. Warum? Ich weiß mal, wenn du das richtig gerade klebst. Hier so, ne? Auf die Höhe. Oh, das geht. Also, ich glaube, das reißt sonst wieder ab, ne? Genau. Ich bin schon halb die Wand. Guck mal, ich hab schon voll die Wand hier verschiert. Guck mal hier. Sieht man das? Siehst du, dass es so leicht grau ist? Die Wand schon leicht damit gefickt. Scheiße. Boah, das ist so professionell. Junge, das ist. Vor allem ist das so hoch, glaube ich. Jetzt sieht das echt schön. Ja. Die Frage ist halt nur, wie rum. Aber jetzt hängt es halt nicht mehr runter. Kann sich sagen. Ich kann. Nein. Ich glaube, dafür sind die Schrauben. Stimmt. Sollen wir die reinbohren oder was? Nicht bohren. Ach doch. Schrauben. Schrauben. Reinschrauben. Jungs, wird schwerer als gedacht. Ich dachte so, easy mal. Zack, zack, Parolchen hier Kleber, aber nein. Ah nee, hier ist Kleber. Junge, sag das doch. Das war ein Rumgefummelei hier, ne? Rumgefummelei. Oh mein Gott. Bleib über den Schatten, ganz klar. Über den Schatten bleiben, du bist zu geil. Hey, mach das nicht! Nein! Mayday! Das ist echt schwer, als genau. Achtung! Cameraman, bitte ein bisschen weggehen. Okay, das heißt aber nicht, dass es dann noch schon zerstört ist, ja? Das heißt nicht, dass es schon zerstört ist! Hey, nicht wackeln! Hey! Ich zeig sie an. Das hat volle Konzentration hier, Junge. Ja, ich bin eher konzentriert als in der Klausur. Ich darf noch nicht so hoch. So, ist die Höhe gut? Ja. Ich sitze mal ein bisschen. Ja, das ist gerade. Ja, ich weiß, ich bin ein professioneller LED-Ankleber, ne? Ich mach das professionell, rufen Sie an. 0806 mal 6. 08056. 66. Oh mein Gott. Hallo, ich bin die Sarah. Ich werde dich heute Abend bedienen. Wenn Sie jetzt in 30 Minuten kommen. Oh, wieder? Yeah. Hi. Diese Kamera ist wieder on fleek. Ich versuch zu stecken. Was denn? Ich bin nicht so gut im Reinstecken. Hab das Loch gefunden. Drin. Gott, yes. Hibachi. Ich weiß nicht, was ihr da sagt. Junge, es wird niemals, ich muss Tesafilm holen oder so. Warte, ich würde es erstmal richtig anschieben, damit es direkt diesen geilen Effekt. Yep, das braucht ihr sofort. Schon Tesa. Nein, braucht nicht. Okay, alright. Alexa, Licht 1 aus. Alexa, Licht 2 aus. Und ich hab den letzten, der angeklopft ist. Freunde, seid ihr ready? Ihr seht mich hier, ne? Genau. Okay, bereit? 3, 2, 1. Ich glaube, ich muss da hingehen. Das sieht voll geil aus. Das sieht voll geil aus. Oh Mann! Oha, Junge! Das sieht voll geil aus. Das sieht voll übel aus. Ich glaube, das muss ein bisschen tiefer, ne? Also, wenn das hier noch ein bisschen tiefer geht. Noch andere Farbe. Oh, wenn man sich mal klärt, Bratan! Boah! Das ist übelst geil. Ist für mich überhaupt hier reich? Ja. Markus. Aber jetzt ist so diese eine Spalte so richtig so. Aber das ist auch voll geil. Das ist richtig geil. Aber das ist nur, weil es nicht ganz gerade nicht da ist. Hier so ein bisschen. Egal. Das ist schon. Alexa, Licht 2 an. Das ist voll cool. So, aber dann haben wir es geschafft, oder? Das ist ja unser LED jetzt. Wieso nicht die Maschine, Junge? Sieht voll geil aus. Jetzt sieht man es ja nicht mehr so. Aber sieht immer noch geil aus. So, aber okay, Leute, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da, oder könnt ihr das Video gerne teilen. An eure Freunde teilen, falls ihr Freunde habt. Falls nicht, dann. Nicht? Oh, keine Ahnung. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, euch gefallen Daily Vlog. Ihr könnt gerne kommentieren. Wenn ihr kommentiert, weil der unter jedem Daily Vlog kommentiert, kriegt was geschenkt. Aber würde ich trotzdem sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Yeah, here we come. Hey, here we come.